30 Tage, 30 Videos, immer um 13 Uhr. Das ist mein 30.000 Abonnenten-Special an euch da draußen. Und heute sind wir wieder auf der Enduro-Strecke in Ampflwang mit dem Joe Lechner. Das und mehr nach dem Intro. Ja, heute sind wir das zweite Mal Enduro fahren und heute sind wir das erste Mal auf einem richtigen Enduro-Park in Ampflwang. Und wir werden heute gemeinsam mit Terra Extreme hier um und um fahren. Wir haben alles 250er FEs hier stehen und eine TI 250. Das heißt, das wird eine richtige Gaudi und ich hoffe auch, dass es nicht zu heiß wird. Aber ich befürchte, das klappt nicht, weil es hat heute so jetzt schon gefühlt 50 Grad. Und laut Wetterbericht soll es, glaube ich, 33 Grad hier bekommen. Das heißt, es wird heute ein fröhliches Schwitzen sein. Aber ja, ich glaube, es wird trotzdem ziemlich, ziemlich witzig. Also, lass uns losgehen. So, wir fahren jetzt gleich mal mit der TE 250i. Zweitakt. Freue ich mich gerade richtig drauf. Allein der Sound ist schon mal mega. Und jetzt endlich mal wieder Enduro fahren. Ey, ich bin so hyped auf das heutige Enduro fahren. Als allererstes geht es heute wieder mal ein bisschen aufwärmen. Also wir werden jetzt eine Aufwärmrunde fahren. Einfach mal so quer über den Platz uns alles ansehen. Und dann geht es eigentlich erst richtig los mit dem Enduro-Training. Ich bin ein bisschen froh, dass wir uns heute sogar das Training an sich, also das Aufwärmtraining wie beim letzten Mal, sparen. Das ist ganz gut, denn es hat jetzt schon sicher 25, 26 Grad. Also es wird definitiv heiß heute. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Woche wieder drauf gewartet, nur dass ich hier wieder fahren darf beim Joe. Das war so mein Highlight. Das ist mein Monatshighlight, muss man fast sagen. Ist es, dass ich hier fahren darf. Ich finde das so geil. Nach ca. 15 Minuten Aufwärmen holte der Jones zu sich und erklärte uns nochmal die Basics vom Endurofahren, wo wir alle noch ein bisschen Schwächen hatten, wo wir alle ein bisschen noch lernen mussten. Aber das war schon mal ein wichtiger Input, nämlich für den restlichen Tag. Da wurde es nicht noch richtig, richtig schwer. Die Knie sind locker gestreckt. Das ist ein typisch Bundeswehr. Zuerst habt ihr 8 und dann ruht. Entspannt ausstechen. Ne? Wir strecken uns noch ein bisschen mehr. Ja? Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt, dass du so nicht hoch im Bereich über dem Tacho bist. Ne? Das schaut schon mal ganz gut aus da. Ja? Hände passen auch ganz gut. Gut, wenn man jetzt das so schaut, ja, das so leicht, ganz leicht, auch wegen der Knie, das passt so, schön hüpfig. Vielleicht ist das Ganze ein bisschen oder vierte, ja, passt gut. Wenn jetzt durch seinen Körper so gedachte Mittel in der Zirk, bin ich wieder da, wo ich vorher gesagt habe, am Mittelpunkt vom Motorrad. So fällt es leicht ein in die Kurven, die Gas richtet leicht auf, das Händeln sich leichter. Ne? So. Ich tobe mich natürlich direkt aus, weil, ganz ehrlich, man hat nur einmal die Chance, sich hier auszutoben. Oder ich habe nur einmal die Chance, mich auszutoben heute. Deswegen gebe ich natürlich direkt von Anfang an 100%. Und versuche, mein Bestes zu geben. Natürlich hier den Berg runterfahren. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die Hinterradbremse treffe. Aber das wird schon, das sitzt. Also ich bin ganz zufrieden, wie wohl ich mich fühle hier auf dem Bike. Also ich fühle mich da schon ziemlich wohl wieder, dafür, dass ich jetzt 2 Monate nicht gefahren bin und heute das erste Mal wieder fahre. Aber dafür fühle ich mich wohl. Na, sagen wir so, bis auf den Busch, den habe ich leider nicht erwischt. Der war mir zu doof. Wie macht der das? Okay, er fährt höher runter. Er fährt einfach höher rauf und dann fährt er runter. Okay. Das probieren wir jetzt auch aus. Schauen wir, ob es dieses Mal klappt. Ja? Diesmal war es schon eher im Raum des Möglichen. Ah, so geil, ich liebe es. Ohne Spaß, das ist so ein geiles Gefühl im Vergleich zum Straßenfahren. Das kann man echt, also das kann man nicht vergleichen. Es gibt keine vergleichbare Sache dazu. Es gibt einfach nichts Vergleichbares. Vielleicht Motocross, vielleicht nur, dass das noch ein bisschen extrem ist. Aber das ist einfach schon für mich als Straßenfahrer mega, mega geil. Und ich überlege gerade, ob ich das nochmal probieren soll. Ja.
Ja, dann ging es wieder um das Thema Kurventechnik im Endurofahren, dass du den Innenfuß der Kurve belastest und den Außenfuß entlastest und dann wurde schon wieder weiter trainiert. Und heute, wie ich mich wohlfühle auf dem Ding, das ist ja unfassbar. Das ist ja wie wenn ich nie was anderes gemacht habe, für mich gefühlt. Klar, bin ich bei weitem nicht schnell oder so, aber gefühlt ist es einfach mega angenehm für mich, hier zu fahren. So, die ersten Kurven sind wieder die schöneren Kurven. Dann wird es wieder Kupplungsspielerei, was aber alles harmlos ist. Also das geht ja nicht, dass hier ein Hütchen nicht mehr steht. Was ich so ein bisschen das Problem habe, ist mein Kupplungsfinger. Ich zwick mir die ganze Zeit die Finger mit der Kupplung ein. Wenn ich dann irgendwo gröber bremse, dann halte ich mich ein bisschen zu fest an der Kupplung. Und das ist irgendwie ein bisschen kacke. Ah! Und wir fahren durch, wir fahren rein in die Latschen. Auf ins Wasser, ist ja kühl. Ach du Schande. Ach du Schande, ey. Ah, das ist schön kühl erst. Alter, ist das geil da. Wuhu! Ach du Schande, ich weiß gar nicht, ob man das so hoch rauf sieht. Ach du grüne Neune. Ja, jetzt sind wir im richtigen Gelände in Ampelwang angekommen. Und ich weiß, man sieht es nicht auf der GoPro, aber der Berg, wo wir davor stehen, der war echt richtig steil und richtig lang. Und am Anfang wussten wir noch gar nicht, wie wir da jemals raufkommen sollten. Aber der Joe erklärte uns erstmal die Technik, wie man überhaupt am Berg anfährt. Und das übten wir erstmal im Kleinen. Aber seht selbst. Schritt Nummer 1 ist, wenn du am Berg zu stehen kommst, sofort auf die Hinterradbremse zappen. Schritt Nummer 2 ist, etwas Gasdruck aufbauen, damit der Hinterreifen sozusagen nicht mehr weiter zurückrutschen kann. Dann ist ganz wichtig, beide Füße nach unten geben und etwas zurücksitzen und dann den Berg hochfahren. So wurde es uns erklärt und so versuchte ich es auch beim ersten Mal. Kurz mal Standbild. Was seht ihr gerade? Mein Fuß ist oben, ich habe mich nicht zurückgesetzt und ich versuche beim Berg anzufahren. Klappt nicht. Aber seht selbst. Was lernen wir daraus? Thomas, pass nächstes Mal besser auf. Was war mein Fehler? Also was wir uns demonstrieren, was wir einfach etwas verhalten, wie kann man mein Leben selber schwer machen beim Endurofahren. Grundsätzlich, das Negative ja, war einfach beim Wegfahren, hast man nicht Vogel gereistet, wie ich gesagt habe, beide Füße sauber beim Wegfahren. Du warst immer noch meinen rechten Fuß, weil du zuerst auf der Fußbank gekommen bist, oben am Fußraster und bringst mich einfach da ein bisschen zu wenig zurück aufs Hinterrad. Das ist dort in der Stelle ziemlich hart und rutschig gewesen. Da wäre es einfach mit beide Füßen unten und noch mehr Druck auf der Sitzbank, aufs Motorrad, aufs Hinterrad, wäre es wahrscheinlich weggekommen. Okay. Das war der Hauptproblem, muss ich sagen, also an und für sich eine Kleinigkeit, aber mit großem Effekt. Stimmt. Braucht ihr nicht nur schimpfen, darf ihr ein bisschen loben. Auch zum einen, weil es dann wirklich dann dort an der Stelle wirklich viel grüner geworden und da ein bisschen kreuz und quer gefahren bist. Ich bin auch nicht quer über den Hang, Leute. Eigentlich auch die ganze Zeit teilweise dran gehängt wie ein Fahrrad im Wind. Aber dennoch, das Fahrzeug nicht geflogen ist. Also andere hätte es dann vielleicht mit einem kräftigen Gasstoß sich verabschiedet vom Fahrzeug. Hast du aber geschaut, dass du es irgendwie wieder hingebracht hast? Ja, und ich habe ja gesaved. Also da hast du wirklich gescheit gekämpft. Ja, und B, nicht aufgeben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aufgeben wird man prüft. Und wir werden das nachher nur mal üben, dass du wirklich wegkommst. Das ist eine Kleinigkeit, wirklich, also beide Füße. War das wirklich nur dieser blöde Fuß? Fuß und vielleicht der Moment, wo ich wegfahre, wirklich so bewusst drauf auf die Sitzbank, dass ich in dem Moment ein bisschen mehr Traktion aufbaue und wegkomme. Ne? Das war echt nur um die Einzeltraktion, dass du nicht weggefahren bist. Ne? Vielleicht, das dort ein rutschig war, auch ein bisschen weiter hinten sitzen noch, weil dann erlaubt es ist, weil es einfach so glatt war, dass du sagst, das geht eh durch und das wird dann nicht mehr aufsteigen. Wenn es recht griffig ist, dann steigt es durch das auf, wenn es weit hinten sitzt. Ne? Also da hättest du vielleicht ein bisschen weit nach hinten, ein bisschen mehr Druck auf die Sitzbank, in dem Moment, wo du sagst, jetzt fahr ich weg, dass du bitte sagst, und gehen wir,
Und dann waren sie eben einen halben Meter vorher, schau, dass du in Bewegung bleibst. Also nie. Kleines Problem, die Übung, dass wir stellen müssen. Kleines Problem, großer Effekt, ja. Aber trotzdem, wir sagen, gescheit kämpft drum, war gut. Wir haben dann nachher auch da bei der nächsten Übung noch was, dass du dabei schwer dann, weil du schief drin gestanden bist, ja, genau. Vorderrad in der einen Spur, im Hinterrad in der anderen, so kommst du nie weg. Also da musst du schauen, dass du es umhebst. Das üben wir noch einmal. Aber ja, da habe ich mich eh schwerer beim Herumheben von dem Moped, obwohl es so leicht war. Ja, gibt sicher wieder so, geile Technik dafür. Das ist das Thema mit der Bitteltechnik, gibt es ja gleich Vortrag immer. Kannst du sofort weiterfahren mit der Technik, was du nicht hast, dann schinnst du, weil dann zahlst du es um, rutscht du mal an. Dann schaut es aus wie jetzt. Was auch gut war, hin und mit in dem Fight, hast du einfach dann doch teilweise wieder gemerkt, es geht verkehrt, sofort Reaktion holen auf die Fußbremse und dass du es wieder da halten hast können. Das ist ein guter Reflex, der Ansatz passt. Wir müssen natürlich üben. Okay, passt. Dann weiter geht's. Ja, ich hoffe, euch hat der erste Teil des zweiteiligen Videos gefallen. Morgen geht es richtig gatschig zu, also wieder einschalten, 13 Uhr. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, vergesst nicht den blauen Daumen nach oben zu drücken. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und goodbye!